Grüßt euch, ich bin der Erwin. Servus, ich bin der Roland. Ich bin der Hasi. Servus, ich bin's, der Marc. Hi, ich bin der Gary. Und zusammen sind wir das königlich bayerische Feuersorchester! Promi-Geflüster mal wieder, ja, kann man sagen, im Partyzelt unterwegs. Aber, ja, wie ihr wisst, es findet ja keine Party statt, kein Volksfest, kein Oktoberfest erscheint es dieses Jahr auch nicht. Aber dennoch hat sich Anfang des Jahres ein Musiker bei mir gemeldet. Den kennt man natürlich von der Partyband damals Nummer 1. Er war, glaube ich, jetzt, wenn man es so im Vorgespräch richtig in Erinnerung hat, 10 Jahre der Frontmann und stand wirklich vorne auf der Bühne. Unter anderem auch in dem Zelt, was ihr gerade bei mir im Hintergrund seht, im Marstall. Nämlich zusammen mit der Münchner Zwietracht. Wir dürfen es schon noch mal ganz kurz erwähnen. Aber er hat mir gesagt, du, wir treffen uns hier online jetzt mal und da stelle ich dir mal meine ganz neue Band vor. Vollgasorchester, königlich bayerisches Vollgasorchester. So viel Zeit muss sein. Und da dazu sage ich mal, hallo in die Runde. Erstmal der Gary, grüße dich. Servus, lieber Frank, grüß dich. Und herzlich willkommen alle Hörer und Seher natürlich auch. Schön, dass wir da sind, schön, dass ihr da seid und wir freuen uns, dass wir euch die nächsten paar Minuten ein bisschen was von uns und unseren Plänen und unseren Zielen erzählen dürfen. Genau, wie gesagt, königlich bayerisches Vollgasorchester, das klingt nach Party, das klingt nach Stimmung. Was ist es genau? Du, eigentlich hast du das schon perfekt beschrieben. Wir haben uns gedacht, wir brauchen einen Namen, der genau das widerspiegelt, was wir machen. Und da gibt es zu allem eine Geschichte. Königlich Bayerisch zum Beispiel ist klar, zum einen unsere Herkunft und zum anderen siehst du diese Gitarre im Hintergrund da, die weiß-blaue. Ja, natürlich. Da gibt es eine Geschichte und zwar war ich auf der Suche nach einer ganz besonderen Gitarre. Wollte ich immer schon mal haben und habe da lange danach gesucht und dann gab es einen, der so eine Gitarre handgebaut hat und diese zum Verkauf angeboten hat. Und die musste ich unbedingt haben. Und der Name dieser Gitarre, König Ludwig. So, damit war ein bisschen was schon klar. Und als wir es dann um Namensgebung ging, haben wir uns gedacht, okay, König Ludwig, das passt. Unsere Herkunft Bayern, Vollgas ist Programm und Orchester passt auch. Also so ist es entstanden. Das so ist es entstanden, wunderbar. Ja, und dann gibt es jetzt natürlich noch 3 Mitglieder bei dir, die sozusagen auch in der Formation davor zusammen, ihr habt zusammen da dabei Zwietracht gespielt. Und die sind jetzt ihr seid die drei Gründungsmitglieder des neuen Vollgasorchesters. Die Rede ist vom Robert, den haben wir hoffentlich, nee, das war jetzt der Marc, hier haben wir den Robert. Hallo Robert, grüß dich. Auch da hängen die Gitarren im Hintergrund. Und der Marc, den haben wir hier, der ist, glaube ich, im Studio zu Hause, oder gerade hier? Servus. Ja, genau, mein Home-Recording-Studio. Sehr schön. Dann haben wir noch 2 weitere Kollegen, die sich da noch dazu gesellen. Zum einen, jetzt hoffe ich, da wir es hinkriegen, weil wir haben heute wirklich ein bisschen Premiere mit so vielen. Und zwar haben wir noch den Erwin. Den haben wir hier. Servus. Hallo, servus. Ist ein Bandmitglied, gell? Ganz und genau. Dann über Skype, weil hier passen über das Programm leider nicht alle rein. Über Skype haben wir noch den Roland. Den haben wir hoffentlich jetzt hier. Genau, richtig. Servus. Servus. Verständigung, ist alles okay? Passt alles? Alles gut. Prima, sehr gut. Und so haben wir alle zusammen auf einer Seite. So sieht es doch gut aus. Hey. Wunderbar. Yeah. Königlich Bayerisches Vollgasorchester. Ich meine, wie gesagt, ihr macht Partymusik, wenn wir das schon so richtig interpretiert haben. Und warum eigentlich? Wo findet die nächste Party statt? Und wann? Sehr gute Frage. Echte Frage, aber wie gesagt, in Zeiten wie diesen eine Oktoberfestband oder eine Partyband zu gründen, das ist ungefähr so, wie man in Alaska Kühlschränke verkauft. Ist jetzt erstmal nicht
klingt nicht nach der besten Geschäftsidee. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann am Start sein, wenn man auch quasi die Zeit dazu hat, sich zu formieren und zu ordnen. Und da gibt es keine bessere Zeit als jetzt. Und deswegen genau jetzt. Und die Energie ist da bei allen, oder? Auf alle Fälle. Ihr seid quasi alle heiß drauf, dass es wieder losgehen kann, oder? Genau. Wir wissen nicht, wann es weitergeht, aber wir sind gut vorbereitet für den Tag, an dem es so sein wird und wir wieder dürfen. Und bereiten uns auch akribisch darauf vor, auf diesen Tag. Und irgendwann wird er kommen. Da sind wir guter Dinge. Ja, ein bisschen was konnte ich ja schon hören. Da hat mir der Gary natürlich schon ein paar so Sahnestücke zukommen lassen. Und die Vorbereitungen, wie gesagt, sind ja im vollen Gang. Wie ist jetzt Stand der Dinge? Was habt ihr alles? Wie weit seid ihr? Ja, wir sind schon ganz schön weit. Also es war natürlich tatsächlich schon eine Herausforderung in Zeiten wie dieser, das ganze Ding überhaupt auch auf die Beine zu stellen und dieses Baby auf die Welt zu bringen, weil es war alles schwierig. Also Fotos zu machen, ein Video zu drehen, in Pandemiezeiten, wo man überall irgendwie Abstand halten muss und Tests machen muss. Mhm. Und da war das alles nicht so leicht, aber wir haben alles reingehaut, was wir gehabt haben, haben unsere ganze Energie, unsere ganze Kreativität und unsere Ideen haben wir gebündelt und da ist was ganz Tolles draus entstanden. Wir haben lange nach den richtigen und passenden Mitmusikern und Bandkollegen gesucht, weil das halt ganz, ganz ein wichtiger und ein großer Aspekt ist, wenn man eine Band hat, das weißt du selber, du kennst dich aus in der Branche und du weißt, wie wichtig das ist, dass die Leute einfach miteinander harmonieren auch und gut miteinander klarkommen. Und das war uns ganz wichtig, mindestens gleich wichtig als die musikalische Komponente. Mhm. Wo sind denn eure Wurzeln eigentlich so musikalisch? Habt ihr Oktoberfest-Vergangenheit grundsätzlich oder wie muss man sehen? Ja, für uns hat ja natürlich jeder eigentlich Oktoberfest Vergangenheit. Jeder von uns hat schon mal auf der Wiesn gespielt und zwar auf dem Original. Und das war ja auch mit ein Grund, warum wir auch unbedingt das wieder machen wollten. Weil wenn man dieses Lebensgefühl, diese Oktoberfest und Wiesn in München ist ja nicht einfach nur eine Veranstaltung, sondern das ist ein Lebensgefühl und das man auch als Musiker natürlich ganz intensiv erlebt. Und wenn man das mal mitgemacht hat so viele Jahre und das quasi wie eine fünfte Jahreszeit fast empfunden hat, dann möchten wir das wieder haben. Und das ist auch eben der Grund, warum in unserem Bandnamen auch der Zusatz "So geht Oktoberfest" drin verankert ist, weil das ein ganz großer Bestandteil von uns ist und war. Und weil wir Oktoberfeste auf der ganzen Welt schon gespielt und gefeiert, mitgefeiert haben und das natürlich auch weiterhin gerne tun möchten, weil es einfach eine wunderbare Art und Weise ist, Leuten Freude zu bereiten und auch zu sehen, wie sehr Leute Spaß dran haben. Mhm. Aber wenn man wirklich so schaut, 2021 ist die Wahrscheinlichkeit, wieder auf die Theresienwiese rauszufahren, eher, denke ich mal, gering, oder? Ja, also zum Impfen geht's. Da ist momentan einiges auf der Theresienwiese. Aber ansonsten schaut es momentan noch schwierig aus. Natürlich, man muss jetzt einfach mal schauen, wie sich das Jahr entwickelt. Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Aber wenn es 21 nicht ist, ist es 22 oder 23. Irgendwann wird es wieder sein. München wird nicht untergehen und die Wiesn auch nicht. Und dann möchten wir auf jeden Fall mit am Start sein. Genau, wenn die Wiesn natürlich schon den Ersten und Zweiten Weltkrieg überstanden hat, ne, übersteht sie auch die Pandemie. Da gehen wir höchst strengstens mal davon aus. Das wird immer bleiben, die Wiesn, ja. Ja, also wie gesagt, ihr drei, ihr kennt euch ja aus der Vorgeschichte. Wo kamen die zwei Neuen dann quasi her oder wie seid ihr mit denen in Kontakt getreten oder wie kam es zustande? Erzählt mal,
vielleicht auch mal selbst mal. Fangen wir mal mit dem Roland kurz an. Ja, das war eigentlich ganz klassisch. Das war eine Casting-Geschichte. Also ich habe das in einer Anzeige gelesen, dass hier eine Münchner Profiband noch einen Bassisten sucht. Und ich war zwar schon auch in der Band, allerdings natürlich in Pandemiezeiten ohne Möglichkeit zu spielen. Mhm. Und das hat sich für mich schon mal sehr interessant angehört, zumindest mal als Franke mal mit einer Münchner Band zu spielen. Okay. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Bei uns war es, wir sind ausländerfreundlich. Ja, deswegen auch die Extraschalte, ne, mit Skype. Genau. Wir wollten unbedingt einen Quotenfranken haben, ne, und deswegen ist uns natürlich der Roland genau gelegen gekommen. Und wir haben schon nach dem Besten gesucht. Das war eine bayernweite Suche, wo wir uns ganz viel Zeit gelassen haben und auch bewusst wirklich dem Thema ganz viel Zeit gegeben auch haben, weil wir gewusst haben, dass das mit das wichtigste Thema sein würde. Und wir haben uns da die Besten dann, ja, Gott sei Dank aussuchen dürfen und haben auch ganz viel Feedback bekommen. Ja, und dann sind da Roland und der Erwin letztendlich übrig geblieben und rausgekommen. Wir sind sehr darüber und freuen uns wahnsinnig, dass wir beieinander sind. Ja, der Erwin ist ja, so wie wir vorhin schon geredet haben, euer jüngstes Bandmitglied, also auch vom Alter her. Und er kommt, wenn ich es vorhin auch so schnell richtig nachgelesen habe, eigentlich aus einer sehr musikalischen Familie, gell? Ja, genau. Also mein Vater, der war früher schon viel unterwegs mit den Kaiserlich-Böhmischen, sagt dem einen oder anderen noch was. Ja, doch, das ist bei mir auch noch in Erinnerung, ja, ja. Genau, und die haben ja damals auch 250 Auftritte im Jahr gehabt und mein Vater hat da selber schon viele Aufnahmen und ja, Produktionen gemacht und das ist halt dann alles auf mich übergegangen. Also der musikalische Virus ist im Blut. Sehr gut, musikalische Virus, sagst du gerade, das ist so, das klingt sehr gut. Also der übertrifft alles, selbst den Coronavirus, oder? Ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja selber auch schon Livestreams und so gemacht mit, ja, Musik und so. Und da ist natürlich die gute Laune, die übertrifft einfach alles. Und da muss man einfach zusammenhalten und dann schafft man diesen Coronavirus auch. Und vor allem mit Musik, da geht es am besten. So ist es. Jetzt, wenn man natürlich bei euch so ein bisschen im Hintergrund sieht, da hängen überall so viele Gitarren, einmal Bass, einmal E-Gitarre etc. Geht bei euch alles nur mit Strom oder könnt ihr auch akustisch? Da hängen auch Akustikgitarren, aber die sieht man jetzt gerade nicht. Natürlich geht das auch akustisch, das ist ganz klar. Aber wir nutzen natürlich auch alle die Zeit. Jeder hat ein Studio daheim und hat seine Instrumente daheim und nutzen natürlich die Zeit auch, um Musik zu machen einfach. Also wir sind ja nicht Musiker, nicht nur als Beruf, sondern auch als Berufung. Und insofern ist es für uns einfach jeden Tag eine Herzensangelegenheit, auch unsere Instrumente in die Hand zu nehmen und einfach mal zu spielen, ja, weil das ist das, was wir am liebsten machen. Genau. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn man wirklich so eine Band ist und so weiter und will sich auch präsentieren, gibt es schon jetzt einen Tonträger physisch? Ist da was in Planung? Da ist was in Planung. Da sind wir momentan gerade in sehr, sehr vielversprechenden Verhandlungen. Man kann jetzt noch nicht zu viel rauslassen, aber ich kann sagen, dass es in relativer Bälde wird da ein Album kommen und darauf freuen wir uns schon sehr. Ansonsten haben wir natürlich unsere aktuelle Single Vollgas voraus, mit dem wir ja quasi auch dieses wunderbare Projekt gestartet haben. Und das quasi der Startschuss auch war, mit der sind wir ja released am 1. Januar. Mhm. Und wir sind sehr gut unterwegs. Wir haben auch live, so es dann irgendwann losgehen sollte, sind wir für 2021. Eigentlich wären wir schon ganz, ganz toll gebucht, aber man weiß ja letzten Endes nicht, wann es wieder weitergeht und wie es weitergeht. Wie auch immer, wir werden gerüstet sein. Wir haben schon tolle Auftritte in ganz
Deutschland, in der Schweiz, in Österreich sind wir schon am Start. Es sind natürlich auch wieder TV-Auftritte geplant demnächst und es wird ein spannendes Jahr. Und wenn es nicht dieses Jahr wird, dann wird es nächstes Jahr, aber wir sind super richtig unterwegs. Ja, klar, wenn man euch jetzt noch nicht so kennt, ich meine, es ist natürlich die Schwierigkeit dann. Welcher Veranstalter springt drauf an, das ist ganz klar. Aber ich denke mal, da zählt natürlich auch die Vorgeschichte ein bisschen mit, wo man natürlich, denke ich mal, natürlich schon gutes Aushängeschild dann auch nochmal hat. Ne? Keine Frage. Und man hat mittlerweile auch die letzten Jahre, wir sind ja nicht unerkannt durch die Weltgeschichte getingelt so und haben es ja auch eine Vorgeschichte und ein Vorleben auch vor der Zwietracht gehabt. Und jetzt mit dem Königlichen Bayerischen Vollgasorchester, da ist der Name Programm und wir werden richtig durchstarten und wir freuen uns sehr darauf. Sehr schön. Ja, in welche Richtung geht es jetzt definitiv? Ist es dann mehr rockig, volkstümlich rockig oder was gehört so zu eurem Repertoire? Vielleicht kann auch mal der Robert mal was dazu beitragen. Ja, unser Motto war ja schon immer, wir spielen von ABBA bis ZAPPA. Also das ganze, wie sagt man, das Konzept, früher das hat ja gepasst und wir setzen halt einfach nur eins drauf, wir wollen eins draufsetzen. Aber man kann jetzt nicht sagen, es wird rockiger oder es wird Schlager oder poppiger, sondern es wird eine gute Mischung bleiben von allem. Und das können wir auch mit den neuen Leuten auch sehr, sehr gut umsetzen. Und da wird es einige Überraschungen geben, weil wir damals vielleicht auch nicht die Kapazitäten hatten, um einige Songs auch musikalisch so darzubieten, weil man vielleicht die Stimme nicht hat oder was auch immer. Also das heißt aber dahingestellt. Aber mit den zwei neuen Leuten wird es wirklich hervorragend. Und wie gesagt, da darf man wirklich gespannt sein. Das haben wir selber. Ganz genau. Und klar, wenn man das Outfit sieht, es ist natürlich schon trachtig. Also von daher ist es doch schon auch ein Stück weit, sagen wir mal, volksnah, oder? Auf alle Fälle. Also das sind unsere Wurzeln, die werden wir auch immer beibehalten. Es ist immer die Wurzel, die bayerische Wurzel, die soll immer da sein. Das ist ganz, ist uns wichtig. Obwohl speziell du, Robert, natürlich den Schottenrock trägst, oder? Ja, der ist mir jetzt irgendwie noch haften geblieben und über die Jahre hinweg haben die Leute mich noch einfach irgendwie identifiziert. Wer war es? Das hat der mit dem Schottenrock. Und das hat sich so als Markenzeichen für mich etabliert und da bin ich jetzt aber auch dabei geblieben, weil irgendwie finde ich es ganz nett. Und man darf nicht vergessen, dass die Kelten mehr oder weniger ja früher auch Röcke hatten und darüber hinaus ist es nicht nur schottisch ist. Es hat also schon auch germanische und keltische Wurzeln. Ja, definitiv. Uns bleibt, wie du sagst, natürlich im Auge und ist noch ein gewisser Wiedererkennungswert. Ja, ganz genau. Ja, wie gesagt, wo wir uns das letzte Mal so mehr oder weniger gesehen haben, es war 2019 auf dem Oktoberfest nochmal unter den Katakomben sozusagen. Und dann war eigentlich ein Vierteljahr später, ein halbes Jahr später etwa, ja, ein halbes Jahr kann man sagen, war Stillstand. Und das, ja, war natürlich für alle Musiker oder ist für alle Musiker natürlich jetzt mehr oder weniger schon der Horror, oder? Auf jeden Fall. Es ist definitiv ein Horror, vor allem wenn dir gerade die Perspektive auch fehlt, wann und wie es weitergeht. Macht es nicht ganz einfach, aber wir sind alle sehr guten Mutes und wir nutzen die Zeit für kreative Dinge, haben unheimlich viel auf die Beine gestellt jetzt in dieser kurzen Zeit. Wenn man jetzt bedenkt, es gibt uns jetzt 4 Monate gerade mal. Mhm. Davor hat es nichts gegeben, keine Geschichte bei uns. Und mittlerweile haben wir eine, glaube ich, recht schöne Webseite, wo man das gut nachlesen kann, wer wir sind, was wir wollen, was wir machen. Und was ich auch noch betonen möchte, also die Resonanz auf das, was wir da bisher aus dem Boden gestampft haben, ist überwältigend. Also es haben sich etliche Festwirte von sich aus bei uns gemeldet und gesagt, hey, gefällt mir unheimlich gut. Und sobald ich da irgendwas buchen kann, würde ich euch gerne buchen. Also wenn man bedenkt, was für eine schwierige Zeit wir gerade haben, ist das allerhand. Auch auf dem Oktoberfest gibt es direkte Kontakte zu Wiesnwirten, die da großes Interesse an uns haben. Also es wird der Tag kommen, wo es weitergeht und dann, glaube ich, wird es ganz gewaltig weitergehen bei uns. Genau. Jetzt natürlich, wir leben ja alle hier im Zeitalter der
des Internets, der Online-Technik und so weiter. Wir natürlich jetzt hier sind ja auch online verbunden, Promi-Geflüster sowieso, ja. Macht ja das ganze Jahr als nichts anderes mehr, weil wir ja auch nicht raus dürfen. Habt ihr schon mal irgendwie überlegt, auch ein Online-Konzert mal sowas zu machen? Gibt es so Möglichkeiten? Wer möchte? Die Möglichkeit besteht natürlich. Und wer weiß, was kommt. In erster Linie konzentrieren wir uns aber darauf, erstmal uns auf den Tag X vorzubereiten, nämlich auf den Tag, wo es wieder wirklich losgeht und wo wir auf richtigen Bühnen stehen dürfen und für Menschen direkt vor uns auch spielen zu dürfen. Und insofern sind wir da in große Vorbereitung. Online-Konzerte, ich find's eine tolle Sache, um mal seinen Fans mal wieder was von sich zu zeigen. Einfach mal nach einer Zeit, aber es ist einfach nicht, meines Erachtens, nicht zu vergleichen mit einem Live-Konzert, das man physisch vor Ort erleben kann. Ja, nein, das ist klar, das fällt natürlich, das ist ganz, ganz korrekt. Wo kann man jetzt noch ein bisschen mehr über euch erfahren? Natürlich habt ihr erwähnt, eure ganz neue, frisch gestaltete Homepage und in den Social Medias, wo seid ihr da zu finden? Ja, das ist immer auf Facebook zu finden, vor allen Dingen auf unserer Facebook-Seite, die wir hegen und pflegen und auch versuchen, den Leuten möglichst oft was Neues zu bieten, auch wenn es konzertmäßig gerade nicht allzu viel zu bieten gibt. Auf Instagram gibt es uns noch zu finden und ja, wir können ja auch ein bisschen was verraten. Also es wird demnächst von uns ein Video geben, wo man uns tatsächlich mal spielen sehen wird. Wo man sieht, wie singen wir, wie klingen wir, wie bewegen wir uns, wie sieht diese Band im Gesamten auf. Das werden wir tatsächlich demnächst zeigen und da werden die Leute, glaube ich, eine große Überraschung sehen, wenn sie uns erst zum ersten Mal auf der Bühne sehen. Da das bin ich auch schon gespannt. Passieren. Ja. Jawohl, genau. Da bin ich auch schon gespannt. Also wenn ihr was Neues habt, unbedingt bei uns melden. Der Gary macht es sowieso. Wir sind im guten Draht, genau. Ansonsten, drücken wir euch auf alle Fälle die Daumen, eigentlich allen Musikern draußen, dass es hoffentlich bald wieder losgeht, da man wirklich wieder gemeinsam der Musik zuhören kann und Party erleben kann. Am schönsten natürlich auf dem Oktoberfest, oder? Und auf allen anderen Festen der Welt, wenn es endlich wieder losgeht. Ja. Auch im Fränkischen, da gibt es ja auch immer große Feste, gell? Naja, auf jeden Fall. Also bei uns gibt es auch einiges, na klar. Ja. Also die Fans, denke ich mal, die warten schon und sind richtig heiß. Ja. Wir haben super viele Resonanzen, wir haben ganz viele Nachfragen. Wir haben auch, obwohl wir noch kein einziges Konzert gespielt haben und es uns erst seit 1. Januar gibt, verschicken wir schon tonnenweise Autogrammkarten und Bilderwünsche erfüllen wir. Also das ist wirklich toll, wie viele Menschen auch in diesen Zeiten an uns denken und uns vermissen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Feedback und auch eine tolle Bestätigung für die bisherige Arbeit, die wir alle, wo immer wir auch waren, bis jetzt geleistet haben. Und das freut uns und motiviert uns natürlich noch umso mehr, alles zu tun und hart zu arbeiten, dass wir dann richtig, richtig gut, wenn wir dann kommen, dass wir dann richtig gut ankommen und alle Leute mitnehmen auf eine großartige Reise und auf eine große Party mit dem Königlich Bayerischen Vollgasorchester, weil so geht Oktoberfest. Jawohl, da freuen wir uns und dann sage ich jetzt schon mal wiederum recht herzlichen Dank, dass man ein bisschen mal euch vorstellen durfte und auch bin ganz begeistert, dass die Technik heute so gut funktioniert hat. 6 Leute hier unter einem Dach, das ist schon eine große Leistung, denke ich mal. Ne? Das ist eine großartige, das hat alles Schlechte immer auch sein Gutes. Genau. Technische Quantensprünge finden derzeit überall statt und so natürlich auch bei dir. Wir freuen uns sehr, dass wir bei dir zu durften und freuen uns schon, wenn es was Neues gibt, wenn wir wiederkommen dürfen. Das freut mich, genau. Euch alles Gute, viel, viel Erfolg und danke.
hoffentlich dann sehen wir uns auch bald mal wieder live. Ne? Vielen Dank, liebe Fragen. Okay, Servus. Servus.